Hallo. Kennst du diese Tage, wenn du einfach nur noch weg willst? Und wirklich, kannst du sagen, nur noch. Wirklich nur noch auf 180 bist. Und du einfach nur weg willst. Und einfach verschwindest. Und das mache ich jetzt. Genau das ist das, was ich jetzt mache. Ich hau einfach hier. Scheißegal. Ist ja nicht so, dass jemand alleine das ist, aber raus aus der Nummer. Ich will erstmal weg hier. Gut ist so. Locker. Nee. Es gibt so Tage, da willst du doch schreiend weglaufen. Du musst jetzt aus der Bude raus, das ging Koller. Mein Gott, Opa, ey. Fatzenfresse, ey. Verholtes Dreckspack. Einer blöder als der andere in den Schuppen, ne? Ich muss jetzt einfach mal sehen. Oh, was? An die Luft, jetzt krieg ich ihn. Jetzt krieg ich ihn, Mann. Das sag ich dir. Oh, das ist das Mädchen von dem Mann. Ist der Platz so locker? Ich fühl ihn gar nicht. Der labert hier auch rum. Was ist das mit dem Gurt hier? Das schafft ihr überhaupt nicht. Hä? Mein Ernst, was ist denn das hier? Hier, der Gurt ist total lappelig. Der zieht doch gar nicht an. Was ist denn das hier? Ja. Da hol ich richtig fest. Das heißt, es gibt so Tage. Hier hat er aber nicht still. Es gibt so Tage. Da, ehrlich, ich muss jetzt da einfach raus. Ich kann nichts sehen, ey. Volle Sonneneinstrahlung muss ich. Muss einfach raus. Weg. Einfach nur weg. Nee, heute echt einen Tag zum Weglaufen. Ehrlich. Heute ist einfach nur ein Tag zum Wegrennen. Wegrennen und wegbleiben. Ich werde jetzt in aller Ruhe ein bisschen einkaufen gehen. Ein paar Kröten, ich habe. Und gut. Ja, sind wir mal ehrlich, ich habe den Rücksitz komplett voll mit Pfandflaschen. Die müssen ja auch irgendwann weg, ne? Weil ich wieder schön und meine. Ja, die Klappe, du weißt auch. Kannst du ja, die einzigste Erholung ist einkaufen zu gehen. So richtig zitterige Griffe, meine Nerven blank liegen, ehrlich. Ach, ich hätte doch hier eine frische MP2. Brauchen wir ja, weil wir haben ja Pandemie. Scheißegal, mit dem Corona-Geschisse. Kommen sie auch immer mit. Ich soll dir eine Parkscheibe reinlegen, das wäre lustig. Ich bin anders. Penny-Parkplatz, 14:35. Einfach mal eine Parkscheibe ins Fenster legen. Einfach so. Ah, oh, da läuft eine Fette und der Hund kackt. Ja, das war der Anblick, den ich mir erhofft hatte zu sehen. Kackende Tiere, Adventskalender und so, du weißt schon.
Dann kennt ihr auch so Tage, wo man einfach nur sagt, ja, weißt du was, jetzt lass einfach einen Schnaps trinken und ins Bett gehen und dann wachst du ein bisschen an dir auf. Naja, vielleicht finde ich ja was Schönes. Was Süßes eher nicht, da habe ich die Schränke voll. Aber vielleicht finde ich ja was Schönes. Nö, ich denke nicht. Ich brauche ja eigentlich auch gar nichts. Das finde ich ja ohne Sauerei. Das ist eine totale Sauerei. Das ist ja hier der Deutschlands bester und größter Pennymarkt und alles. Und dann haben die hier ja den Pennymarkt und rundherum haben die hier so richtig schön große Wiese und da wird auch immer schön kahl geschoren und so. Und da kommen nur die fetten, alten, schäbigen Weiber mit den Dreckstüllen und scheißen ja alles zu. Das heißt, sobald du den Rasen betrittst, hast du Hundescheiße an den Schuhe. Nicht einmal, sondern immer. Und glaub mir, wenn ich sage immer, dann heißt das immer. Das ist eine Schweinerei. Sollte man eigentlich solche Leute, sollte man mal anzeigen. Das ist das Allerletzte. Weil hier ist wirklich alles komplett zugeschissen. Du kannst keinen Meter laufen, ohne in Scheiße zu latschen. Ordnungsamt geben oder so. Das ist nämlich total nervig. Weil die kacken ja nicht nur auf der Wiese, die kacken auch am Parkplatz und dann sind ja so Pflastersteine, da sind immer Rillen zwischen. Da ist oft Scheiße zwischen. Ich bin schon so oft in Scheiße gelatscht am Parkplatz, wegen so einer Spinner. Geht mir auch auf den Zeiger. So, jetzt muss ich ja beim Penny rein, sonst stimmt meine Parkuhr ja gar nicht mehr. Ja. Ah, vielleicht sehen wir uns ja gleich nochmal wieder. Ja, bestimmt. Vielleicht fahren wir auch ins Industriegebiet. Gucken, ob die Pferdchen draußen sind oder so. Ah, gucken wir mal. Ja, heute mit Schuhen. Ich hatte die Nerven ja schon so runter. Jetzt war ich gerade beim Penny, da habe ich eine Panikattacke gekriegt. So schlimm war der letzte Mal 2009. Bin halb zusammengeklappt in dem Laden, ey. Konnte die Gärtner davon abhalten, dass sie einen scheiß Notarzt anrufen. Oh, das ist übel, ey. Das ist ja schlimmer. Du denkst dir, du kriegst einen Herzinfarkt, klappst da halt zusammen, Kreislauf geht in den Keller und sowas. Und dann bin ich ganz schnell zur Kasse gerannt. Da hatte ich dann auch ehrlich gesagt nicht den Nerv, da durchzugucken, weil ich merkte das. Es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dann bin ich durchgerannt und als ich Ausgangstür, in dem Moment, wo ich die verlassen habe, da war sofort, wupp, die Hälfte an Druck weg. Schon viel weniger schwummrig und so was. Jetzt habe ich hier 5 Minuten hingesetzt. Jetzt geht es mir sogar gut. Aber die war jetzt übel. Das schwöre ich dir. Die war echt übel jetzt. Ja, Alter, die Fresse, du Arsch. Das ist auch ja typisch. Ne? Stehen an der Ampel. Es ist vielleicht 1,5 Sekunden grün gewesen. Da wird schon gut von hinten. Ja, rülpsen und gehen. Weißt du, es ist vorbei. Oder ich habe ein Herzleiden. Oh, dann habe ich es so bald hinter mir. Oh, es riecht so dran. Oh ja, optimal. Oh, jetzt geht's wieder. Hast nur ein bisschen das Taubheitsgefühl, so eine Arme und eine Beine, aber das ist ruckzuck hier weg. Ich weiß auch nicht. Ist ein schöner Tag heute eigentlich. So ein schöner Tag. Machen wir jetzt. Und das Gesicht von Arno, oder? Heckscheibe beschlicht auch schon wieder. Also das ist, mit diesem Auto ist ein Phänomen. Das Auto beschlicht immer. Sogar im Sommer, wenn da 10 Grad plus ist. Vor allen Dingen von innen, nicht von außen. Das friert ja auch von innen, von außen. Ist zum Beispiel auch mal so geil. Von innen ist gefroren, von außen nicht. Ich weiß nicht, wie es passiert. Ich habe hier Feuchtigkeitsklamotten und das alles, habe ich alles schon 1000 Mal durch. Das geht immer so eine gewisse Zeit gut und dann fängt das wieder von vorne an mit dem beschlagenen Scheiß. Ich weiß nicht, woher es kommt. Also es kommt auch immer wieder. Bin schon etliches durchgegangen, aber irgendwie hat alles immer so ein paar Wochen geholfen und dann fing es wieder von vorne an. Als ob man irgendwo Wasser eintritt hätte oder so. Ist aber nichts. Da ist nichts. War auch nie was. Das ist das Problem. Findest du das Problem nicht? Naja, was willst du machen, ne? Oh, willst du machen? Was anderes? Was willst du machen? Was anderes? Was Schönes? Was zum Rauchen? Ich weiß es nicht. Na, das war mein Handy. Ne? Pünktlich wie die Eisenbahn. Das ist eine Scheiße. Ne? Kann ich kaum noch was sehen? Da soll ich jetzt mal losfahren, bevor ich nichts mehr sehe. Alte Scheißkiste. Dann für ein Arschloch? Dann fahr doch.
Ich komme gerade, ey, du hast, kommst hier gerade so raus, dass ich jetzt gerade so an dir vorbeikomme, weil der Arsch so gepackt hat, dass du keinen Meter weit rückwärts fahren kannst. Ne? Es ist doch nicht mehr normal hier. Oh, guck mal, hier wird es noch nebelig. Du bist so blöd, ich hätte nicht mehr selber, du Arschloch. Hier ist alles, hier wird alles nebelig. Alles, überall wird es nebelig. Was ist hier? Was ist jetzt los? Innerhalb von den 10 Minuten, wo wir hier gesessen haben, ist alles schon Nebel. Dann war gerade alles klar. Komisch. Ja, lauf mal rum hier, Schäfchen. Raus aus der Schussbahn. Ist die Nutten auch immer so. Ne? Dreckiges, benutztes, altes Taschentuch. Für Bulte. Nein, meine Schwester hat mir einen Double Cheeseburger mitgebracht. Ist heute keine Frikadelle. Außerdem. Da können wir das Thema gerne mal aufgreifen. 2,20 Euro für eine Frikadelle. Ja, nein, danke, dann behalten wir. Ich muss ganz ehrlich sagen, nö, du für das Geld, dann behalten wir. Kauf mir keine Frikadelle. Ist das nicht wunderschön mit den Nebeln? Könnt ihr die auf der Kamera, glaube ich, nicht sehen, aber ist echt. Dann hast du hinten hier eine Stadt raus, beziehungsweise hier in die Hauptstraße raus. Also rechts und links, ach, die fahren da nicht. Also rechts und links sind nur Bäume. Und du siehst so 3-4 Bäume, siehst du noch. Und der Rest verschwindet dann im Nebel und das in der Sonne. Das ist absolut geil. Weißt du, der Rest verschwindet dann so im Nebel, im Nebel, der trotzdem in der Sonne ist. Absoluter Wahnsinn. Warum fahre ich eigentlich so schnell? Hier ist 50. Ist keiner hinter mir, ich kann nur 40 fahren. Ja, das Fenster auf, nimmst du. Kannst ja vorfahren. Ja, ruhig, ich guck nicht so blöd. Scheiße, hat Karren. Fickst du die Fresse voll? Ja, komm, fahr doch nochmal in meine Spur. Bonzenfotze, ey. Weißt du, solche Sachen gehen mir immer tierisch auf den Geist. Solche Sachen gehen mir zum Beispiel auch immer tierisch auf den Geist. So eine scheiß AMG-Wichser. Die dir dann entweder hängen sie auf der Stoßstange oder wenn die abbiegen wollen, da hängen die schon zur Hälfte in deiner Spur. Da ist man aber an die losgefahren, weißt du? Solche Leute habe ich ja gefressen. Oh, die habe ich geschnitten. Ja, tut mir leid, nicht gesehen. 30. Fahren wir auch schön 30, weil hier wird geblitzt. Kein Witz, die blitzen ja ganz oft. Boah, ich dachte letztlich, ich hätte was an der Rippe, aber das hinten, ich habe mir hinten so einen Nerv geklemmt und dann hier so, hier so das Seitenstück. Wenn ich einmal falsch bin, das zieht ja wie die Hölle. Aber das löst sich ja auch wieder nach 1-2 Tagen. Also, Daumen Kopf mal. Ist Berufsschule? Ne, ist vorbei, ne? Ne, ist mal Berufsschule, ne? Wo sind denn die geilen Berufsschüler? Die könnten wir uns mal rauspicken. Ja, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn? Natürlich laufen die Arschlöcher da lang, wo ich reinfahren will. Ne? Ah ja, wieder klar. Das Pack. Was sind denn die Berufsschülerin? Fährt wieder genau in die Mitte von der Straße. Du hast hier keine Zwischenspur drin, die fährt genau in die Mitte von der Straße. Fresse. Immer. Und dann schwankt die noch, so kann ich nicht mal dann vorbei. Oma, fahr mal geradeaus! Mann, ey, ehrlich. Richtig riesen. Ach, weißt du was? Fahren wir hier. Ja, dann fahr jetzt auch. Weißt du was? Dann fahren wir hier. Die war ich ewig nicht. Die war ich nämlich ewig nicht. Die ganze Zeit. Boah, ist der fett. Wow, das ist ja eine Nummer für einen Zirkus. Das war ein prächtiger kleiner Wollebrocken. Boah, den kenne ich. Jetzt ein Kind.
Kann ich von mir. Also, mehr erhalten gehen. Ja. Ja. Ach du Scheiße. Die wird mich ja wohl nie gesehen haben. Die hat mich mit der Rad auf einmal nix wie weg. Die hat ein E-Bike, die ist irgendwie schnell. Scheiße. Die ist 30 Jahre vor. Ich fahre auch schon 35. Ja, aufpassen, hier ist ein Stein versteckt unter dem Gräser. Fand ich so an der Ecke. Schön auf so Füße drüber gedonnert. Hier bin ich ewig nicht angefangen. Weil ich keinen Grund mehr habe. Ich habe keinen Grund mehr. Also diese Ecke hier anzufahren Richtung, Richtung Bahnhof. Richtung Südkirchen bzw. Richtung Nordkirchen. Habe ich keinen Grund mehr. Leider. Kollege ist weggezogen. Frau habe ich nicht. Na, zieh einfach raus, du Hure. Ich glaube, ich spinne, weißt du. Ist schon toll. Ist eine schöne Stadt, wo ich wohne. Noch so eine fette. Wo sind die hübschen Mädchen? Die sehen immer Scheintote und Fette. Ja, fahr doch, Mensch. Aber so eine hässliche alte Ledertasche. Früher bin ich ja oft lang gefahren, weil. Naja. Ja, zum Bahnhof gefahren, Freundin abgeholt und so. Naja, macht man alles nicht mehr. Nee. Jetzt machst du immer nur denselben Scheiß. Immer denselben dreckigen alten Scheiß. Ah, oh, nee, du Schwester. Das ist von dem Gymnasium hier, ne? Nein. Das sind die Studierenden hier. Das ist hier keine Schule, wo da 16-jährige Mädchen rumlaufen. Nein. Ja? Ein Schelm, der Falsches denkt. In dieser Ecke bin ich auch lange nicht gewesen. Hier die Siedlung hat nämlich meine Tante vorher gewohnt. Die ist ja auch schon vor 10 Jahren weggezogen. Ich glaube sogar länger, ich weiß es nicht. Ich habe mit denen keinen Kontakt, so groß. Weil ich ein ziemliches Arschloch bin und mich keiner leiden kann. Ach, hier bin ich ewig nicht gewesen. Hier ist das Gymnasium, hier haben wir auch Tennisplätze und so. Früher waren am Ende der Straße standen Container, da haben die ganzen Asylanten gewohnt. Die haben sie jetzt umgesiedelt in so am Ende der Stadt stehen so 2 Häuser, glaube ich. Haben sie umgesiedelt. Ja, sonst sieht auch alles aus wie früher. Hier alles versifft, alles voll mit Sachen. Ja, das ist eine Schnecke. Fleisch mit Schau. Oh, warten die Daddys alle, damit sie ihre Töchter holen können? Ja, was ist das hier für eine Station? Schöner Windhammer. Wunderbar. Ich nehme euch auf eine kleine nette Tour, oder? Ja, da sind noch mehr. Ja. Ihr seid aber noch nicht 18. Dann lassen wir mal schön die Klüsen weg. Ja, Lipser, Leute. Live nimmt mich unterwegs, das ist doch so eine. Da kriege ich doch direkt los, um die Schule zu gehen. Ja. Boah, ey. Weiß nicht, wie man sich so knapp anziehen kann bei dem Wetter. Habe ich noch nie verstanden, ehrlich gesagt. Sich bei dem Wetter so anziehen, ey. Mann. Ist doch arschkalt draußen. Ist das wirklich arschkalt? Hier steht ein Sockschild. Das haben die immer noch nicht geändert. Da steht immer noch Sockschild. Eine Sockschildkröte, könnte man sagen. Das ist mit dem Fahrrad. Ach du Scheiße. Okay, das hätten wir. Ja. Früher, jetzt hier vorne, ein paar Meter weiter, da ist ein Spielplatz. Und direkt am Spielplatz ist so ein Haus. Da ist direkt das Fenster zum Spielplatz hin. Da hat mal ein Kollege von mir gewohnt. Der hat dann den Schnaps immer rausgegeben durchs Fenster. Wie so eine Bartheke damals. Auch ein Spielplatz und da haben uns da die Jucke zugehauen. Hat man sich auch gekloppt oder so, oder gehört alles dazu damals. Ne? Aber früher so, ne? Früher auch mal Spaß. Naja, die Zeit ist so verbunden. Ach ja. Werner hat ja so viel Schönes, Grünes. Wollen jetzt allerdings ja in einer Ecke, wo wir dann halt noch eine der wenigen Grünflächen zum Beispiel haben. Also größere Grünflächen, ne? Wo es dann auch wirklich hektarweise, kannst du sagen. Wollen sie jetzt auch platt machen und dann ein neues Industriegebiet reinbauen und
finde ich ehrlich gesagt eine ziemliche Schweinerei. Weil. Finde ich eine ziemliche Schweinerei, weil wir schon eine ziemlich hübsche Stadt sind und dann diese ganze Industriegebiet-Scheiße. Amazon ist ja auch hier so, hat ja hier ein großes Lager, ist ja auch öfter im Fernsehen schon gewesen. Hier so ein großes Lager. Und warum nicht, ne? Ich sehe gar nichts. Ich vergiss meine Parkscheibe um Fenster zu nehmen, Mensch. Leute müssen ja nicht alle wissen, wann ich beim Penny geparkt habe. Ja, und hier, ne, ist auch alles Neubausiedlung. Vorne wohnt die Perle vom Kollegen. Das weiß ich ja so weit. Da ist ein Kalt hier drin. Ne, ist nur draußen. Solange nur draußen ist, ist es egal. Hier ist auch wunderschön, hier ist ja auch. Hier ist dann halt ein bisschen Neubaugebiet. Und hier noch, da, wenn wir jetzt hier links runter, dann hast du so zwei Pommesbuden verstreut. Wenn du jetzt hier, rechts fährst oder was, beziehungsweise dann mal auf der linken Seite guckst, da ist alleine schon wieder ein Feld, das ist riesig. Das ist ein riesiges langes Feld, streckt sich über den Berg noch drüber weg. Oben drauf, musst du dir vorstellen, steckt so eine Riesenborke, mindestens hunderte Jahre alt, Riesenteil. Kannst du von was weiß ich wie vielen Metern Entfernung sehen. Absolut da war. Aber die Sonneneinstrahlung von heute über, ne? Naja, hier ist auch 50, aber solange ich kein Internet habe, ist mir immer scheißegal. Boah, die Sonne brennt da oben, ey. Ja. Hier hast du dann einmal Großlieferant, ne? Ein Riesengetränkemarkt. Ist auch noch hier so eine Gummifirma drin. Ja. Die machen zum Beispiel sowas wie Gummis. Zum Beispiel. Hier haben wir Grille Brinke, ist auch übermäßig, auch außerhalb unserer Stadt ziemlich bekannt, sieht da nichts aus, ist aber so ein Hotspot, was jetzt so Pommesbude, in Klammern Pommesbude ist. Ist halt eine Pommesbude, die gibt schon seit 35 Jahren, oder ich glaube, es klappt noch länger als 35. Die hatten letztens Geburtstag gefeiert in irgendwas. Die gibt es auch schon länger. Kollege, hier ist 30, ne? Ja, genau so einen meine ich. Zack, habe ich ihn sofort auf eine Sekunde auf die Stimme stand. So ein Wichser ist er. Einer von den Wichser. Alter, Ruhe, so. So wie ein Arsch, das pack ich nicht. Solche Leute habe ich gefressen. Jetzt sind wir im Industriegebiet. Wir haben auch Rolex. Auf der Seite, die ihr natürlich nicht sehen könnt, befinden sich ganz viele Bagger. Ja. Ja, hier haben wir ganz viele Bagger. Hier wird nochmal ein kleines Betriebshaus gebaut. Rolex ist hier vorne. Ihr seht da allerdings hier 2500 Millionen. Das ist aber auch den Hänger genau in die große Kurve schwimmen. Das ist eigentlich eine geile Sache hier. Aber jetzt kommt dann was dran natürlich. Ne? Holst du hin? Warte da. Du fall mir jetzt nicht aufs Auto, du Arsch. Oh, der kippelt. Oh Gott. Ich hasse das wie die Pest. Der war so, wer ist da so ein Bürgersteig und das geht schon. Ah, wenn die so kippeln da auf der Seite, das mache ich ja gar nicht. Nee, da will ich nicht neben stehen. Ah, nee. Wunderbar, ich habe aber keine Pferdchen gesehen. Das ist aber auch wieder typisch Werner. Du hast hier ein Industriegebiet und mittendrin ein großes Feld, rennt Kühe und Pferde rum. Schon komisch, ne? Aber ich weiß nicht, ist hier einfach so. Hier ist Heckenkamp. Stehen noch irgendwelche Leute rum. Und du hast, egal wo das ist, du hast doch immer wieder irgendein Feld. Ne? Du hast doch immer wieder irgendein Feld. Und? Dann auf der Koppel, Leute. Oh, da sind drei Pferde auf der Koppel. Wie schön. Kannst du auch immer Pferdchen gucken gehen, kannst du auch Pferde streicheln gehen. Geht hier alles. Hier ist die große Kuhwiese, auch so ganz groß. Ja, da ist ziemlich groß. Und die sind bei der Kälte ja meist drin. Pferde sind ja meist draußen. Die haben ja dann so ein Ding umgeschmissen, damit die nicht frieren. Ja, ist schon schön hier, ne? Ja, ja. 15:07. Naja, hier hat auch mal ein Kollege gewohnt, der ist auch schon weggezogen. Irgendwie sind alle Kollegen, mit denen ich was zu tun hatte, entweder weggezogen, aber, oder habe ich nichts mehr zu tun, aber die meisten, die
meisten sind eigentlich weggezogen. Ich kenne nur... Ja, selbst aus meiner Schulklasse. Hier ist noch eine Bombesbude, ist natürlich immer zu. Weil die verlieren so viel, boah, ist die dick, Alter, ne? Boah, geh ja dann an, dann fahr mal, ey. Ich will jetzt keine Witze über Dicke machen, aber das Fahrrad war noch nicht mal für Erwachsene und die Frau war deutlich erwachsen und deutlich übergewichtig. Also sah ich schon ein bisschen lächerlich aus, würde ich sagen. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ah, wie ist die Fahrt? Habt ihr Spaß? Hm? Ja? Naja, den frage ich, ne? Den frage ich da. Fahr, du fette Henne. Alter, einer dämlich als der andere in diesem beschissenen Gackdorf. Mein Gott. Ja, du, weißt du, voneinander abbiegen. Schon bei der Fahrschule gewesen? Boah. Nö. Echt nö. Och, noch so ein Arschloch. Warum bin ich denn hier alleine auf der Straße? Ich hätte nach Dortmund fahren sollen. Da will ich nur mehr Anfall kriegen. Du wartest jetzt, mein Freund. Die guckt nicht mal beim Rausfahren, die Tussi. 20 Jahre alt, aber ein Auto für 50.000 Euro. Ja, du musst ja gut lutschen können. Die muss ja echt gut sein. Ja, die ich hatte, hieß die Bella oder hat sie gesagt? Ich glaube, Isabella heißt die Nutte. Weiß ich nicht. Ja, scheißegal, wenn die heißt. Die auch, ey. Die hat sie aber drauf gehabt. Da frage ich mich in der Sonne. Die hat halt aber drauf gehabt, die Nummer. Ja, alles, volle Lotte. Frage ich ja so einen Schein. Nee. Wieder so ein Arsch. Ich fahre hier 30, mein Freund. Nach Hause zu deiner Alten willst, die habe ich schon gefickt. Ach nee, macht das einen Spaß hier? Eigentlich nicht. Ah, der muss jetzt in der Eisen, der Arsch. Ja, so ein Pecher auf, die Dichte. Ja, kommt davon, wenn man Leuten auf den Schluss schon geklebt, hat man sich keine Freunde mehr. Haben wir uns ein paar Minuten unterhalten. War es für dich genauso gut wie für mich, du kleine Nutte? Ja? Nein? Das will ich nicht. Das ist mir sowas von scheißegal. Glaubst du gar nicht. So, ihr seht das Video ja sowieso erst in 35.647 Minuten. Bitte nachzählen, ob das hinkommt. Ich glaube nicht. Ist mir auch egal. So, ihr habt ein bisschen... Eigentlich habt ihr gar nichts von der Stadt gesehen. Wir haben eine kleine Unterhaltung geführt. Keine interessante oder weltbewegende. Oh, hier ist ja ein Spiegel drin. Ich fahre den Wagen seit 6 Jahren und weiß das nicht. Benutze die Blende nie. Ist ja auch ein Spiegel. Ja. Der ist sogar zumachbar hier. Geil, da kann ich meine hässliche Fresse ansehen. Gott, sehe ich aus. Entweder soll. Nee, da machst du mit Make-up auch nichts mehr. Da muss ich ins Gesicht schließen. Ja, die Idole laufen, wenn man das war für dich unterhaltsam. Ich glaube, da ist jetzt dann doch ein paar Minuten Material zusammengekommen, oder? Was haben wir an Musik? Die mir vertrauen, die mich verstehen und nicht nur das Geld auf dem Konto sehen. Copyright! Love with tongues of fire burns the soul. Make love your own. Okay, in diesem Sinne. Los aus meinem Raum!